Jo, was geht ab, Freunde? Ja, herzlich willkommen zu diesem, ich sag mal, Statement. Ihr habt wahrscheinlich, also die meisten von euch haben wahrscheinlich den Kampf von eben gesehen, ja. Ich bin jetzt hier im Hotel angekommen, hab geduscht, ihr habt mich ein bisschen beruhigt. Als allererstes möchte ich sagen, ich sage euch offen und ehrlich, ich nehme jede Niederlage wie ein Mann hin. Alles ist geschrieben, und alles ist vorher bestimmt, ne, ob man gewinnt oder verliert. Ihr habt es auch an bei dem Kampf gegen Dennis gesehen. Ich habe wie ein Mann die Niederlage auf mich genommen. Ich habe ihn respektiert, Props gegeben, weil er einfach besser war. Und das gehört zu diesem Sport dazu, ja. Dass man ehrlich, ein ehrlicher Verlierer ist, ne? Ein ehrlicher Gewinner, ehrlicher Verlierer, dass man sich gegenseitig respektiert und und. Und so kennt ihr mich. Ihr wisst, wie ich war. Jetzt gab es wieder einen neuen Kampf, den habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Ja, was ist passiert? Ja, wir sind reingegangen. Wir haben gekämpft, wir haben alles gegeben, gut vorbereitet. Ich will gar nicht viel darüber reden. Ich kann euch nur sagen, die ersten drei Runden waren super. Ich habe keine einzige, glaube ich, so gut wie abbekommen. Durchgehend Jabs immer nach vorne. Bam, bam, bam. Seine Nase am Bluten. Mindestens drei, vier Mal ist der Mundschutz rausgeflogen. Jeder sagt zu mir, ey, die drei Runden gehören schon Safety. Geil, immer weiter. Die letzten Runden wurde ich ein bisschen, ja, ich sag mal, mit Ausdauer ein bisschen zurückgegangen. Ab und zu ein bisschen so getan, ich kann nicht mehr, damit er reinläuft. Ne? Er ist immer wieder meine Schläge reingelaufen, das war mein Ziel, weil ich habe saubere Schläge gelandet, ne? Und das ist ja das, was zählt. Letztendlich war ich mir so selbstsicher, habe mich gefreut und habe dennoch diesen Jungen so krasse Props gegeben. Ey, du bist trotzdem eine Maschine, weil ich weiß ganz genau, wir haben beide verloren und wenn jetzt einer wieder verliert, ne, er wird vielleicht wieder Hate bekommen, kann damit nicht umgehen. Ich habe dennoch ihn so gut geredet und habe gesagt, Respekt bitte, hier, wir sind beides Sieger und so gehört sich das auch, ne? Wir haben beide Fair Play. Sauber gekämpft. Ja, das Problem war dann, ich sag mal, die Verkündung, ne? Ich war mir selbstsicher und habe mich gefreut. Ich habe es ja mitbekommen, ich war unter Schock. Ich so, hey, wie geht das denn? Letztendlich, keine Ahnung. Der Schiri hat entschieden, wir hatten nicht mal 3-Punkte-Richter, wir hatten keine, ne? Also wir hatten gar nichts. Der Schiri hat entschieden, wer gewonnen hat. Und der Schiri, muss man anmerken, ist von der Organisation, der gehört dazu. Mein Gegner promotet die Organisation und gehört dazu. Ne? Er hat einen hohen Rang. Für mich war das klar, ne? Was das Ganze war. Ich habe mir die ganzen Kommentare angeschaut von 1000 Nachrichten. Wirklich so gut wie 1000 Nachrichten. Die waren für mich. Ne? Alle haben gesagt, wir haben ganz genau gesehen, was vorgefallen ist. Wir wissen, wer der Sieger ist. Meine Freunde wissen das, meine Familie. Wir waren alle unter Schock, aber wir wissen letztendlich, wer der Sieger ist. So ist das ja in diesem Business. Dieses Business ist sehr, sehr dreckig. Ich finde es nur schade, dass eine Organisation versucht, diesen Boxsport durch YouTuber zu, sage ich mal, wieder zu erleben, nach vorne zu bringen und und. Es ist eine sehr, sehr schöne Sache und dann passiert sowas, sowas Ekliges, ne? Jeder kann sich selbst ausmalen, ob das Ganze zu rechten Dingen zugegangen ist oder nicht, ne? Ich kann euch nur eins sagen, ich habe nicht einen auf die Nase bekommen gegen Dennis, ich habe tausende Jabs bekommen. Ich war so gut dabei, nur Jab, Jab, Jab. Selbst in den letzten fünf, also in den letzten zwei Runden, wo ich K.O. war, also nicht mehr so viel Luft hatte, da war es ja auch sehr stickig, ne? Immer wieder, ich bin einfach nach hinten, hab ihn kommen lassen und immer wieder erst in meine Schläge rein. Und der Schiri meinte dann wohl, das war der Grund, warum ich verloren habe, weil ich nach hinten gelaufen bin. Ich meine, Muhammad Ali, ihr wisst selber, wie er gekämpft hat, er hat nur getanzt, ist nach hinten und so weiter und dann die Leute sind in die Schläge reingelaufen. Die haben sich irgendwas ausgedacht, ne? Sollen die auch machen. Für mich reicht es, dass jeder weiß, dass ich der Sieger der Herzen bin. Ich weiß das selber, das ist das Wichtigste. Meine Mutter weiß das, mein Vater weiß das, meine Freunde. Ich bin sehr dankbar, dass ich so ein Team um mich herum habe. Ja. Ich habe mich gefreut, aber was soll ich mit so einem Sieg? Was bringt mir dieser Sieg von so einer Organisation? Weißt du, was habe ich davon, Digga? Ich weiß ganz genau jetzt, okay, jeder weiß, die haben sich damit klein gemacht. Ich bin der Sieger der Herzen. Und was will dieser Junge jetzt mit so einem Sieg? Ist dieser Sieg verdient? Hä? Also schmeckt dieser Sieg, Digga? Wie fühlt er sich, Digga? Ich kann mir ganz genau vorstellen, dass er jetzt nur noch Hate bekommen wird und die Leute sagen werden, ey, unverdient dies und jenes, was soll das, sei es gekauft, was auch immer. Ich sag nichts dazu, Schiri hat entschieden, ich nehme das so hin, aber ich weiß ganz genau, wer ganz klar der Sieger ist. Digga, ich habe mich echt stark vorbereitet, geile ersten drei Runden hatte ich, deswegen verstehe ich nicht, wie ich 4-2 verlieren konnte, dass ich angeblich nur zwei Runden gewonnen habe. Ich habe vielleicht ein, zwei Disco-Schwinger bekommen, ganz leicht, die geschliffen sind, ein bisschen hier auf die Seite gegen meinen Tiefschutz, weißt du, der hat nur durchgehend bekommen. Vier, fünf Mal Mundschutz fliegt raus, Nase am Blut. Okay, Nase bluten heißt nichts, aber der hat nur Dinger bekommen, weißt du? Deswegen verstehe ich nicht, wie sowas so gewertet werden kann. Aber für mich ist eins klar: Ich werde nie wieder für diese Organisation kämpfen.
Da gebe ich euch mein Wort drauf, Freunde. Das hat alles bewiesen, Digga. Money Talks in dem Sinne. Ich habe noch Abdel und Adem hier. Die wollen auch noch ein, zwei Sachen sagen, die sie außenrum mitbekommen haben. Ne? Abdel, fängst du an? Kommst du? In dem Sinne, das war's, Freunde. Abdel, bitteschön. So, ich fühle mich gerade wie Dings, als wäre ich beim Verhör oder so gewesen. Nee, auf jeden Fall, was ich dazu. Also, ich will nicht viel dazu sagen. Ich habe auch da sehr emotional gehandelt, weil ich habe erwartet, dass. Also, ich habe, wie gesagt, ich hätte alles hingenommen: Niederlage, Sieg, wie der Khan selber gesagt hat. Bei Dennison hat er verloren. Dennison war technisch besser und sei ihm auch gegönnt. Und diesmal waren wir uns alle sicher. Also, nicht mal wir selber, sondern auch die Leute, die Mitarbeiter, ja, die neben uns standen, ja, die haben gesagt, der Erste hat schon gesagt, ja, die ersten drei Runden waren auf jeden Fall für ihn, so, so, so. Aber, was ich auch krass finde, sogar Leute, die Khan fallen sehen wollten, also die ihn verlieren sehen wollten, haben gesagt, er hat gewonnen, als noch nicht die Verkündung war. Ne, als es der letzte Kampf, die letzte Runde gemacht wurde, haben die gesagt, ne, wo ich auch meinen Respekt aussprechen muss, weil die einfach ehrlich sind. Aber was dann passiert ist, ist meiner Meinung nach Schikane, weil der Junge hat sich vorbereitet, er hat Gas gegeben, wir haben das selber alle live miterlebt, er ist morgens immer aufgestanden, laufen gegangen, hat sein Training gemacht, hat gut gegessen und wollte einfach seine Familie stolz machen, seine Freunde zeigen, dass er was drauf hat und dass er auch was kann, was er auch gemacht hat. Wie er selber gesagt hat, er hat Mundschutz dreimal rausgehauen. Heißt nicht alles, aber er hat einfach dominiert, mehrere Runden und ja, ich fand es traurig, weil der Boxsport wieder runtergemacht wurde damit. Das kann man ja sowieso nicht vergleichen, weil das, was da gemacht ist, ist so, der größte Teil ist Show, ne? So sieht ja jeder. Aber dass sie auch für YouTuber, die das alles hochgezogen haben, das mit einem Abend jetzt wieder runtergezogen haben, fand ich aber lächerlich. Aber das Schlimmste, was ich daran fand, abgesehen von diesem kämpferischen Teil, war einfach die Art und Weise, wie die Leute nach dem Kampf auf uns zugegangen sind. Natürlich regen wir uns auf, aber einen Satz haben die gebracht und das hat gezeigt, dass das keine Menschen in meinen Augen sind, dass sie keine Menschlichkeit haben. Und dazu kann der Adem jetzt weiter was sagen. Ich bin gerade Bewerbungsgespräch gewesen. So, auf jeden Fall einer der krassesten Abende, die ich jemals erlebt habe. Ich dachte, das wird ein ganz normaler Boxkampf, der Bessere soll gewinnen. Der das am meisten verdient hat und jeder außenrum, ich stand ja die ganzen Runden außenrum und allein wenn man schon die Leute sieht, wie die reagiert haben nach dieser Entscheidung, das sagt schon alles. So vor allem, es gab ja in dieser Runde gab es Leute, die das Khan gar nicht gegönnt haben, ja, die wollten auf jeden Fall, die sind nur da hingekommen, damit die sehen, wie Khan fällt und die ihren Spaß da haben können. Sogar die sind danach, die sind zu mir gekommen, wo ich teilweise geschockt war, weil ich weiß, wie diese Leute zu Khan stehen oder sind, kommen und geben mir Props. Die sagen, ey, Khan, bevor der Kampf zu Ende war, die sind schon aufgestanden. Die sagen, okay, es sieht man schon, wer da dominiert, jede Runde und. Und ich war echt stolz, so krass, wie man Menschen nochmal so umbiegen kann mit seiner Leistung. Und ich war echt gute Dinge, dass Khan das gewinnen wird. Auf einmal kam halt diese blöde Entscheidung, müssen jetzt die Boxprofis da ran. Ja, ich kann jetzt nicht viel über Boxen sagen. Jeder sagt zu mir, wer bist du? Du bist No-Name, nix. Aber jeder Dumme, ja, jeder Esel hat gesehen, wer eigentlich gewonnen hätte. Und klar, Leon ist Hamburger, Heimspiel, dies, das. Er redet auch sehr oft, dass es irgendwas über wir und dies und das. Hat man auch bei diesem ganzen Trailer gesehen. Daran sieht man, dass er ein Teil von dieser Veranstaltung ist. Und ja, blöd gelaufen. Khan hat sich sehr, 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 sehr krass darauf vorbereitet, meiner Meinung nach. Hätte das auch verdient gehabt. Aber danach ist eine Sache passiert. Nach dieser Entscheidung habe ich dann aus Emotionen ausgehandelt, habe ich gesagt, dieser Kampf ist geschoben. Okay, ich bin ein ganz normaler Zuschauer, der Emotionen hat, wie im Stadion, ganz normal. Jeder darf seine Meinung sagen. Und als ich das gesagt habe, dass dieser Kampf geschoben ist, hat einer von diesen, der zu dieser Veranstaltung gehört, ob es Mitarbeiter war, aber der hat auf jeden Fall, man hat gesehen, der ist auf jeden Fall kein Zuschauer, normaler dort, sagte einfach zu mir, das Einzige, was geschoben wurde, ist dein Vater in sein Grab. Ich realisiere das nicht. Vor allem nach so einer Entscheidung mit Khan und diese Emotionen und. Dann kam so ein Spruch.
Ich als normaler Mensch, ich bin natürlich ausgetickt und... Ich kann das leider nur bestätigen, dass es leider so abgelaufen ist. Ne? Und das war für mich das Schlimmste. Also ich fand nicht mal den geschobenen Kampf so schlimm wie solche Aussagen. Das ging am Ende nicht mal menschlich um. Ne? Deswegen, Bruder, mach am besten nochmal ein eigenes Video bei deinem Kanal. Ich mach auf jeden Fall ein eigenes... Erzähl genau, darüber nochmal was. Ich werde auf jeden Fall das richtig das ist, mit Details ist, erzählen, weil sowas gönne ich keinem da draußen. Jeder, der seine Eltern da draußen verloren hat, weiß, was für Schmerzen das sind. Das ist kein verlorener Kampf oder so. Das ist eine verlorene Person, die du nie wieder sehen wirst. Und ich werde auf jeden Fall... ja, Bruder, also jeder, der Eltern verloren hat, weiß, wie es ist. Und sich so einen Spruch reingeben zu lassen, als wäre mein Vater ein Nichts. So, er wurde in sein Grab geschoben. Genau wie dieses so, das will ich will keinen da draußen sehen, der das hört. Weil mir wird es richtig wehtun. Ich werde auf jeden Fall auch ein Video dagegen drehen, weil das gibt echt da draußen Menschen, die sowas für normal halten. Und es gibt vielleicht sogar Leute, die das supporten, diese Sätze. Und ich werde auf jeden Fall ein Video darauf machen, weil das muss auf jeden Fall aufhören bei so welchen Events. Und ja, Freunde, es war auf jeden Fall ein krasser Tag, Khan macht den Ende. Das ist okay, Ende, bleib sitzen, Bruder. Wie gesagt, sag auf deinem Kanal gerne mehr dazu. Jeder kann seine Meinung dazu abgeben. Ich bin gespannt auf die ganzen YouTuber, Streamer und so weiter, ne? Wenn die den Kampf sich nochmal anschauen, was sie dazu sagen werden. Ich bin auf eure Meinung gespannt, Digga. Aber ich weiß ganz klar, letztendlich, wer der Sieger der Herzen ist, ne? Wer wirklich der Sieger ist. Aber ist doch egal, Digga. Ihr wisst es selber, ich muss nichts sagen. Man kann sich die ganzen Kommentare unter dem Highlight-Video anschauen. Das war's mit dem Video, mit dem Statement. Ich lasse mich nicht kleinkriegen. Wir sind immer noch ein Team. Ich habe die strammsten Leute um mich und dafür bin ich sehr dankbar. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns. Ciao, ciao.